Sehen Sie denn auch weitere Bezüge zu anderen Königreichen, Pflanzen oder Tieren mit denselben Themen der Reihe 2? Ja, und ich denke, es ist wunderbar, diese Überkreuzbeziehungen, Ähnlichkeiten. Es ist nicht verwirrend, es hilft eigentlich, dass wir sehen können, was wirklich da wirklich einmalig ist, wo es sich überschneidet. Und die größte Gruppe, wo es sich überschneidet, das sind die Säugetiere. Denn es ist interessant, denn sie haben natürlich ähnliche Dinge erlebt im Hinblick auf Trieb, materielle Bedürfnisse zu befriedigen und eine starke Bindung an die Mutter. Das ist ein sicherer Ort, der da gewünscht ist. Das heißt, die Säugetiere, die sind tatsächlich die größte Schnittmenge mit der Gruppe 2, mit der Reihe 2 und dann auch eine Gruppe, die mich sehr interessieren. Das sind die Mittel wie Plazenta und Fruchtwasser und das sind Mittel, wo es sich auch viel trifft, denn die haben ja, spielen eine wichtige Rolle im Geburtsprozess. Sie teilen viele Ähnlichkeiten sich mit den Reihe 2 Mitteln. Das Bonding und das Trennen und die Kindheit. Das sind wunderbare Mittel, diese Matridonen-Donen-Mittel, diese von der Mutter gegebenen. Und es war interessant, heute zu sehen, dass überhaupt nur drei Menschen diese Mittel schon jemals verschrieben haben. Waren es nur drei? Ja. Das ist aber echt. Ja, nur drei Leute haben heute aufgezeigt, als ich gefragt hatte, wer das schon mal benutzt hat. Nur drei haben aufgezeigt von den 350 Leuten. Und wir haben ja heute hier viele erfahrene Homöopathinnen gesehen. Und das ist eine Lücke, das wird sehr aufregend, diese Lücke zu füllen. Ich habe Linda Gwilym schon Mut gemacht. Das ist eine große Pionierin. Ich habe ihr schon gesagt, sie muss unbedingt ein Buch schreiben über diese Mittel und ihre Arbeit. Pläne? Ja, die Pflanzen, Entschuldigung. Die Malven, da gibt es Themen von Bindung und Lösen, die Empfindung von verbunden und nicht verbunden, die Malvengewächse. Da haben wir auch mit Trennung zu tun, da verbunden sein, sich dann wegbewegen. Da haben wir eine Verbindung. Bei den Tieren? Ja, die Säugetiere, auf jeden Fall. Die Säugetiere, die großen. Bei den Vögeln, da gibt es ein bisschen auch so ein Überlappen, aber die sind ja keine. Es gibt so viele einzigartige Vögel, da kann man schon ganz gut unterscheiden, aber es gibt ein bisschen Ähnlichkeiten.